Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Der ist ja Mentalist und Gedankenleser und sowas. Oh, ja. Und der macht ja voll die Shows und so ein Zeug. Mhm. Und bei uns ist er heute im Studio, um ein bisschen den Tag, den 8. September zu besprechen. Ja. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Und wir haben heute den 8. September und da haben wir auch ein Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind von heute ist Gustav Schäfer. Ja. Gustav Schäfer hört sich jetzt irgendwie an wie Otto Normalverbraucher von nebenan, aber nein, Gustav Schäfer ist ja, der Schlagzeuger von Tokyo Hotel. Ach, der ist das? Ja, ja, das ist der Schlagzeuger von Tokyo Hotel. Ach, der ist aber erwachsen geworden. Der ist 1988 geboren. Ja. Und hat dann hier durch den Monsun und Rette mich und der letzte Tag und übers Ende der Welt und weiß der hat jetzt aber nichts mit Heidi Klum, ne? Wieso hat er was mit Heidi Klum? Naja, weil doch der Bruder, der eine von den Zwillingen hat doch was mit Heidi Klum. Ja, aber dann gleichzeitig auch, meinst du die ganze Band rutscht über die Heidi oder was? Ich habe keine Ahnung, was meinst du, die ganze Band ich weiß nicht, was bei Klums abgeht. Über Sorry. Heidi Klum rüber gerutscht oder was? Da fehlen mir so ein paar Infos zu. Ja, mir auch gerade, aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Was denkt ihr? Ne? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ja. Ja. Tokyo Hotel, Broses, Inge Meisel. Ach nee. Inge Meisel ist über Heidi Klum gerutscht? Nee, ist egal. Nichts. Am 8. September ist auch was passiert? Ja, am 8. September 1966 startet die Science-Fiction-Serie Star Trek beim US-Sender NBC. Kennst Jawohl. Du Star Trek? Bist du Star Trek-Fan? Natürlich, natürlich. Wirklich? Hast du alles gesehen? Nein, alles nicht, natürlich. Aber ich habe das schon als... also ich muss ganz ehrlich sagen, Raumschiff Enterprise ist so meine erste Kindheitserinnerung, wenn ich darüber nachdenke, was ich im Fernsehen gesehen habe. Aha, okay. Und da kam immer Star Trek. Ja? Ich kenne, also mein erstes ist Captain Future. Captain Future? Habe ich auch gesehen, ja. Captain Future ist auch cool. Star Trek habe ich später dann entdeckt, wie ich dann ein bisschen älter war. Dann ja, man muss dazu sagen, dass Star Trek ja auch erst ins deutsche Fernsehen 1972 gekommen ist. 1972 bin ich geboren worden, also dann lief es halt schon eine Zeit. Aber es läuft ja seitdem ständig. Es läuft ja ständig. 5 Milliarden Folgen schon mittlerweile. Ja, ja. Jetzt nicht mehr mit Captain Kirk und Mr. Spock, sondern halt, ja, die sind aber immer wieder aufgetaucht, ne? In den neuen die Folgen. Die sind auch immer mal wieder aufgetaucht. Aber Mr. Spock wird jetzt nicht mehr auftauchen, das prophezei ich mal. Ja. Ja. Machen wir diese Bewegung. Ja. Kenner unserer Show wissen, was diese Bewegung ja. bedeutet. Am 8. September 1951 schlossen die Amerika und 47 weitere Staaten in San Francisco Frieden mit Japan. Das ist eine gute Sache. Jetzt guckst du Blade, ne? Also 1951 war das. Am 8. September. Jetzt haben wir ganz, ganz viel Wissen über den 8. September rausgehauen. Das könnt ihr jetzt alles aufnehmen und weitertragen. Und morgen sehen wir uns wieder am 9. September. Macht's gut, ihr Lieben. Cheerio, Miss Sophie.